Heute bei Bitte melde dich. Mark wurde in frühester Kindheit adoptiert. Ich möchte ihm helfen, seine Familie auf den Philippinen zu finden. Ich würde mir wünschen, dass Sie mich willkommen heißen, dass Sie wissen, hier in Deutschland gibt es noch ein verlorenes Kind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich mit offenen Armen empfangen würden. Ja. Lukas aus meinem Team forscht vor Ort nach Spuren aus Marks Vergangenheit. Das könnte es echt sein. Do you know if there are any... Gibt es hier in der Gegend noch Verwandte? Tut mir leid. I don't know. Wo bin ich denn hier gelandet? Sind Sie Herr Ortega? Nein. Ich hoffe, das ist die richtige Spur. George Ortega! Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Ich bin Marc, ich bin 36 Jahre alt, wohne hier in Koppengrave mit meiner Frau Anike und meiner Tochter Lina. Und guck mal, da war ich auch noch ganz klein. Da habe ich Fußball gespielt. Fußball, ja, genau. Ich bin auf den Philippinen geboren und bei der Geburt war klar, dass meine leibliche Mutter mich zur Adoption freigeben wird. Und so bin ich dann hier bei Adoptiveltern, Pflegeeltern in Deutschland groß geworden. Jetzt guck mal, das ist bei uns im Wohnzimmer. Opa Albrecht, Onkel Willi, der Tisch steht da immer noch. Das ist für mich das Zuhause. Hier bin ich groß geworden, das ist meine Heimat. In meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis musste ich das natürlich einmal erklären, wieso meine Herkunft ist. Aber ich bin damit nie auf taube Ohren gestoßen oder auf Ablehnung. Ich bin hier in Deutschland voll integriert, würde ich behaupten. Und ja, habe hier ein super Umfeld. Ich suche meine Familie auf den Philippinen. Während meiner eigenen Recherche habe ich leider erfahren, dass meine leibliche Mutter mit 34 Jahren im Jahr 2001 bereits verstorben ist. Trotz dessen suche ich aber noch Angehörige, Großeltern, eventuell Geschwister, um mit denen in Kontakt zu treten. Die Gründe, warum meine leibliche Mutter mich damals abgegeben hat, konnte ich nie erforschen. Und deswegen ist es auch ein großes Fragezeichen, was jetzt im Raum steht, warum ich auch Angehörige oder Familie suche, um mir diese Frage dort vielleicht beantworten zu lassen. Ne? Warum es damals zu der Adoption kam. Emotional berührt mich sehr, wenn ich daran denke, dass meine Mutter, meine leibliche Mutter, nicht sehen kann, was aus ihrem Sohn wirklich geworden ist. Das ist wirklich schon hart. Mittlerweile ist es wirklich ein Herzenswunsch geworden, dass ich Angehörige oder Familie finde. Ich würde mir wünschen, dass sie mich willkommen heißen, dass sie wissen, hier in Deutschland gibt es noch einen verlorenen Sohn, ein verlorenes Kind. Und ich würde mich freuen, wenn sie mich mit offenen Armen empfangen würden, ja. Köln. Ich möchte versuchen, Marks großen Herzenswunsch zu erfüllen. Ja, ich habe bereits mit der Recherche nach möglichen Familienmitgliedern begonnen. Es ist leider gar nicht so einfach, von hier aus irgendwas auf den Philippinen rauszukriegen. Die meisten dort sprechen zwar Englisch, aber sie nehmen es auch sehr, sehr genau mit dem Datenschutz. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist die Adresse, an der Marks Mutter, Franziska Ortega, vor ihrem Tod gelebt hat. Und genau mit dieser Information werde ich Lukas aus meinem Team auf die Philippinen schicken. Gesagt, getan. Lukas reist einmal um den halben Globus. Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Und hierher führt die Spur zu Marks Wurzeln. Nach einer fast 24-stündigen Reise erreicht Lukas sein Ziel. Also mein Fahrer müsste hier irgendwo sein. Gegenüber von Gate 2, das ist ja hier. Da müsste er sein. Hey! Hi! Lukas! Ich bin Lukas. Du bist Ruel? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Can I put my bag? Kann ich meine Tasche ins Auto packen? Natürlich, ich helfe dir. Here, let me help you. Great, thank you. Prima, danke. Oh, all right. All right. Lukas fragt sich, ob er eigentlich einen Dolmetscher braucht.
Well, I don't speak Filipino. Ich spreche kein Filipino, aber ich habe gehört, hier spricht man auch Englisch. Ja, das stimmt. So I won't have. Dann werde ich keine Kommunikationsprobleme haben. Communication here? Not a problem. Kein Problem. Und sonst helfe ich dir. Vielen Dank. Nach der langen Flugreise freut sich Lukas auf sein Hotel. Morgen soll dann die eigentliche Suche beginnen. Thank you very much. Vielen Dank. Gern geschehen. See you tomorrow. Bis morgen. Erhol dich gut. Have a good rest. Thank you. Danke. Good evening. Guten Abend. Willkommen. Thank Danke. You. Am nächsten Tag. Unsere Suche nach Verwandten von Mark startet in der Region Manila. Denn hier lebte seine Mutter, Francisca Ortega, zur Zeit seiner Geburt. Aufgrund der kolonialen Geschichte haben viele Filipinos spanische Namen. Da aber auch die USA Kolonialmacht waren, sprechen viele Menschen Englisch, gerade hier in der Hauptstadt. Wir beide sind jetzt gerade auf dem Weg zur alten Adresse von Marks Mutter, die mir Julia gegeben hat. Und ich hoffe, dass ich da irgendwelche Spuren zu Marks Familie finden kann. Hier müsste die Adresse sein. Hier? Ja. Das ist ein Friseurladen. Let's see. I hope it doesn't take too long. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Viel Glück. Thank you. Das ist das Gebäude. Aber da steht Barbershop. Ich glaube, da oben ist eine Wohnung. Hier geht's auf jeden Fall rein. Das hier, das müsste noch zu dem Friseur gehören. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja, hier ist nichts. Nur Baustelle. Ich frag unten noch mal. Sehen Sie gleich. Keine Ahnung, was mich auf der Insel erwartet. This is the place? Hier soll das sein? Ja. Yeah. Wo bin ich denn hier gelandet? Gerade nicht so ein gutes Gefühl. Hello. Hi. Was soll das denn? We're from German television. Wir sind vom deutschen Fernsehen. Wirklich? Was möchten Sie denn? We're here for good reason. Es ist wichtig. Mein Name ist Lukas. Hallo. I just have a question. Vielleicht können Sie mir helfen. Eine Francisca Ortega muss mal in diesem Haus gewohnt haben. Kennen Sie sie? Do you know her? Yeah. Ja, sie hat vor langer Zeit hier gearbeitet. She did work here. Sie hat hier gearbeitet? Ja, sie hat damals im Obergeschoss gewohnt. Warum fragen Sie nach ihr? I know she already died. Ich weiß, dass sie 2001 verstorben ist. Sie hat einen Sohn namens Mark. Er wurde 1986 nach Deutschland adoptiert. Wirklich? Ja, er sucht nach Familienangehörigen. I don't know that she have... Ich wusste nicht, dass sie einen Sohn in Deutschland hat. Ja, yeah, Mark. Ah, yeah. Der Friseur erinnert sich noch gut an Marks verstorbene Mutter, beschreibt sie als überaus liebenswert, fleißig und zuverlässig. Doch das alles ist schon Jahre her. Kennen Sie noch jemanden aus Ihrer Familie? Ich bin mir sicher, dass sie Verwandte hatte, die ein Restaurant betrieben haben, in der Centennial Road. Wissen Sie, wie das Restaurant heißt? Tut mir leid. Okay, Centennial Road. Direkt am Robertson Plaza. Robertson Plaza, Centennial Road. Okay, thank you very much. Vielen Dank. And I'll be back. Ich komme zurück, wenn ich eine neue Frisur brauche. Sie haben mir sehr geholfen. Thank you. Thank you. Ja, also hier war ich auf jeden Fall schon mal richtig. Ich muss jetzt nur noch dieses Restaurant finden und vielleicht ja auch Verwandte von Marks Familie. Nur etwa 2 Kilometer entfernt befindet sich die besagte Robertson Plaza. Wir sind jetzt am Robertson Plaza. Ich steige hier mal aus und suche das Restaurant. In Ordnung. Ja, also, da vorne sind auf jeden Fall ein paar Restaurants, aber ich glaube, das sind so moderne Ketten. Ich glaube nicht, dass das ist. Vielleicht ist auf der Seite noch eins. Ich gehe da mal rüber. Ah, da vorne. Red Wall Chinese Cuisine. Das sieht ein bisschen älter aus. Das könnte es echt sein.
Centennial Road ist hier, da vorne ist die Robertson Plaza. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Oh, hello. Herzlich willkommen im Red Wall. Thank you. Was kann ich für Sie tun? I have a question. Eine Frage. Gibt es hier jemanden aus der Familie Ortega? I don't know. Das sagt mir nichts, aber ich kann gerne die Managerin holen. Oh, all right, thank you. Warten Sie bitte hier. Alles klar, danke. Thank you. Hello. Ich bin Lukas. Mein Name ist Mary. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin auf der Suche nach Mitgliedern der Familie Ortega. Was ist mit denen und warum filmen Sie mich? Sorry. We're from German television. Wir sind vom deutschen Fernsehen und suchen nach Mitgliedern der Ortega-Familie. Man sagte mir, dass sie ein Restaurant besessen haben sollen. Vielleicht dieses hier. Verstehe. Ich weiß, dass der Vorbesitzer dieses Restaurants zur Ortega-Familie gehörte. Ah, sehr gut. Ist das schon lange her? Ja, sehr lange. Wir haben das Restaurant vor vielen Jahren gekauft. Wissen Sie, ob es hier in der Gegend noch Verwandte gibt? Das weiß ich nicht. Ich kenne niemanden aus der Familie. Aber ich bin mir sicher, dass die Familie von Polillo Island kommt. Ja, genau. Ist das hier in der Nähe? Nein, das ist relativ weit weg. Ich kann mal in meinen Unterlagen nachschauen, ob ich eine alte Adresse finde, wenn Sie etwas Zeit haben. Vielen Dank, ich warte hier. Hoffentlich findet sie noch eine alte Adresse. Bin mal gespannt. Haben Sie was gefunden? Ja. Great. Super, danke. Es ist eine alte Adresse, aber vielleicht haben Sie Glück und Sie finden dort jemanden. Perfect. Thank you very much. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Bye bye. Viel Glück. Danke. Thank you. Okay, das fängt doch ganz gut an. Ich würde sagen, ich plane für morgen meinen Reisetag ein. Die Insel ist ja relativ weit weg und ja, wenn ich vor Ort bin, werde ich weiterschauen. Köln. Über 10.000 Kilometer entfernt. Ich treffe Mark, der nicht weiß, dass wir in seiner Heimat bereits begonnen haben, seine Familie zu suchen. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen, Mark. Ja. Komm, wir machen mal eine Serie. Hallo. Wie geht's dir? Ja, gut geht's dir. Ja? Okay, wir gehen erst mal rein und dann unterhalten wir uns. Erstmal herzlich willkommen, Marc. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Genau. Du bist ja hier, weil du den großen Wunsch hast, deine leibliche Familie zu finden. Beschreib mir mal, warum dir das wichtig ist. Ich wusste ja, dass ich immer andere Wurzeln habe und habe auch für mich gesagt, Mensch, du musst irgendwann mal was machen. Aber dieses Irgendwann konnte ich gar nicht definieren, wann das ist, ne? Und jetzt mit der 6-jährigen Tochter oder generell mit Familie, mit Kind, und man hat sowas, dann ist das nochmal ein anderer Blick. Ja? Ja. Das bedeutet, dein Gefühl, deine Wurzeln kennenzulernen, hat sich durchs eigene Vatersein verändert? Ja, auf jeden Fall. Was wäre jetzt so das Schönste, was wir rausfinden könnten? Gibt es jemanden, den du besonders suchen würdest? Oder was würde es dir bedeuten, wenn du noch Geschwister hättest? Ja, da würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Das wäre das mit auch das Größte, ja? Wenn man davon mehr erfahren könnte, was mit der Mutter passiert ist und so weiter. Ne? Und die mir ganz viele meiner offenen Fragen auch beantworten könnten. Marc, du bist hier heute aus einem ganz besonderen Grund. Du bist heute hier, weil wir uns bereits auf die Suche nach deiner Familie begeben haben. Okay. Deswegen sitzt du hier. Och. Das bedeutet, Lukas, ein Kollege aus meinem Team, ist bereits auf die Philippinen geflogen, um was rauszukriegen. Und dazu werde ich dir, wenn du dazu bereit bist, jetzt was zeigen. Ja, da bin ich auf jeden Fall für bereit. Ja. Okay, dann guck mal. Okay. Lukas hat beschlossen, die Spur der Familie Ortega, die aus Polillo Island stammen soll, zu verfolgen. Er und sein Fahrer begeben sich auf eine lange Reise.
Die Insel liegt zwar nur etwa 150 Kilometer entfernt, doch ohne Autobahn und mit dem üblichen Verkehr ist das eine anstrengende Fahrt. Sollen wir mal eine Pause machen? Ja, wir können da vorne halten. We can stop over there. In einer der wenigen Städte auf der Strecke kehren Lukas und sein Fahrer ein, um sich zu stärken. Schließlich liegt noch eine gute Strecke vor ihnen. Wir brauchen noch 2 Stunden bis zur Küste. Wie komme ich dann eigentlich auf die Insel? Es gibt ein kleines Boot, das zur Insel fährt. Ich kann dich leider nicht mit dem Auto begleiten. Aber keine Sorge, ich habe dir schon ein Boot organisiert. Okay. Dann wird erstmal ein typisch philippinisches Gericht probiert. Lukas mag es eigentlich immer scharf. Eigentlich. Oh, scharf? Strong? Schlimm? It's like this. Es fühlt sich ungefähr so an. Don't laugh at me. Lach nicht, das ist echt hart. Oh, ich habe gerade auf so eine Chilischote gebissen. Das hat sich alles zusammengezogen. Es wird mir noch wärmer, als mir eh schon war. Dann geht die Reise durch die Berglandschaft weiter Richtung Osten. 2 Stunden später kommen Lukas und sein Begleiter schließlich am Startpunkt des Bootes an, das bereits für die Überfahrt gemietet wurde. Where's the boat? Wo ist das Boot? Over there. Da drüben. Ich bring dich hin. Okay, perfect. Let's go. That's the boat? Das ist es? Ja, genau. Goodbye and goodbye. Auf Wiedersehen und viel Glück. Dankeschön. Ich hoffe, du findest die Adresse. All right. Thank you. Bye. Jetzt bin ich wie so ein typischer Rucksacktourist. Komplett auf mich alleine gestellt. Keine Ahnung, was mich auf der Insel erwartet. Die Überfahrt nach Polillo Island dauert etwa 1,5 Stunden. Als Lukas die Insel schließlich erreicht, fängt es schon langsam an zu dämmern. All right. Thank you very much. Bye bye. Das mit der Überfahrt hat schon mal gut geklappt. Ich bin jetzt auf Polillo Island. Wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, dann ist das sozusagen das Ende der Welt. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich schaue auf jeden Fall erstmal nach einer Unterkunft und mache morgen weiter mit der Suche. Am nächsten Morgen. Aus Polillo Island soll Marks Familie ursprünglich stammen. Die Adresse, die Lukas in Manila bekommen hat, war im Navigationsgerät aber nicht zu finden. Und jetzt? Ich habe gestern mal nachgeschaut. Es gibt hier eine Touristeninformation in der Nähe vom Hafen. Und da müsste man mir ja eigentlich weiterhelfen können. Ich weiß ja immer noch nicht genau, wo diese Adresse ist. Hello. Hallo. Hello. I have a question. Ich habe eine Frage. Können Sie mir helfen? Das hoffe ich. Actually, I'm looking for an address. Ich suche eine Adresse, aber ich weiß nicht, wo das ist. Vielleicht wissen Sie es ja. Das ist in der Nähe vom Barangay. Von hier fährt man 15 bis 20 Minuten. Am besten nehmen Sie ein Mofa-Taxi. Können Sie mir dabei helfen? Ja, ich suche Ihnen draußen ein Tricycle und ich sage dem Fahrer, wo er Sie hinfahren soll. Perfect. Thank you. That's the address. Das ist die Adresse für den Fahrer. In Ordnung. Okay. Hallo. Fahren Sie ihn bitte nach Barangay Libio. Thank you very much. Vielen Dank. Good luck. Viel Glück. Danke. All right, let's go. Mit dem Mofa-Taxi geht es weiter. Doch Lukas weiß immer noch nicht, wohin genau. Auf der Insel ist dies die beste Art, sich fortzubewegen. Nach 15 Minuten erreicht die luftige Fahrt dann ihr vorläufiges Ende. Hier also soll die Familie Ortega leben? This is the place? Sind wir da? Ja, das ist die Adresse. Are you sure? Sicher? Ja. Okay, maraming salamat. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sieht nicht so aus, als ob hier jemand wohnen würde. Wo bin ich denn hier gelandet? Gerade nicht so ein gutes Gefühl. Ich bin auch nicht
für diese Temperaturen gemacht. Sieht aus wie eine Kokosnussfarm. Sind überall Kokosnüsse. Da ist jemand. Kamusta? Hallo. Hello, excuse me. Entschuldigen Sie. Can you tell me if this... Können Sie mir sagen, ob dieses Gelände der Familie Ortega gehört? Yes, sir. Ja, Sir. Yes. Can I find, kann ich jemanden aus der Ortega-Familie hier finden? Fragen Sie meinen Boss. Your boss? Ja. Yeah. Yes, left or right? Finde ich ihn links oder rechts? Left, sir. Left. Nach links. Darunter? Ja. Yes, okay. Maraming salamat. Thank you. Hey, excuse me. Are you the boss? Sind Sie der Boss hier? Ja, aber was soll die Kamera? I just have a question. Keine Angst, wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich bin hier im Auftrag eines Mannes in Deutschland namens Mark. Er wurde 1986 adoptiert. Jetzt sucht er nach seiner Familie hier auf den Philippinen. Deshalb bin ich hier. Das Gelände gehört der Familie Ortega, richtig? This is the Ortega place, right? Family Ortega, ja? Ja, das stimmt. Sind Sie Herr Ortega? Nein, ich bin nicht Herr Ortega. Do you know? Kennen Sie jemanden von der Familie? George Ortega. George Ortega? Yes, yes. Where does he live? Wo kann ich ihn finden? Da müssen Sie den Berg runtergehen. Mountain there. Es ist sehr wichtig. Können Sie mich zu ihm bringen? Yes, yes. Klar, kein Problem. Thank you very much. Sehr freundlich. Ihr seid gespannt, wie es bei Bitte melde dich weitergeht? Dann einfach hier klicken und bei Join direkt die ganze Folge gucken.